Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von unserem LS17 Youngtimer Projekt mit älteren Leuten auf jungen Maschinen und einem jungen Mann auf älteren Maschinen. Der Werner hupt gerade, der ist dabei von dem Kanal Burning Gamers und der Sachsen-Netzbär von dem Kanal Randy oder andersrum. Hallo. Guten Tag, hallo. Guten Tag. So. In der letzten Folge haben wir fleißig an unserem Anhänger herumgewerkelt und ansonsten Silo festgefahren und Silo reingeholt. Jetzt müssen wir auf den Herrn Rendison warten, dass der mal fertig ist mit... Warum ruckelt das denn jetzt gerade so? Bei das mir ist alles gut. Aber das ist... Fertig mit seinem Dings. Dann können wir vorlaufen lassen und dann können wir wieder ernten, oder was? Nee. Wir brauchen noch Kohle für einen Gruber. Wir müssen erstmal neu ansehen. Ich habe ja nur erstmal Düngen. Ach, ja, wir sind dabei. Mit einem Erntezyklus immer durch. Ich bin gerade dabei, die Silageballen zu verladen. Das sollte heute noch sehr viel Geld geben. Und dann können wir uns auch einen Gruber kaufen und so weiter und so fort. Das bedeutet, ich habe gerade nichts zu tun, deswegen gucke ich mir eben kurz, was machen denn die... Wie sieht es denn bei den Tieren aus? Oh, Randy hat Spaß mit meinem Beta, glaube ich. Naja, ich wollte ja erst deinen nehmen, dann habe ich gemerkt, der ist mir zu langsam und da habe ich den genommen. Wo kommen die Silageballen her? Die standen da schon die ganze Zeit. Oh ja, nur da. Der ist zu langsam, Randy, das kannst du doch nicht sagen, das ist ein Fan. Schön. Es gibt ja Leute, die feiern Deutsch, ohne Grund. Das wurde übrigens sehr häufig gefragt in den Kommentaren und das darf Werner beantworten. Der sagt sich jetzt mal unbeliebt machen. Warum wollten wir kein Deutz drin haben? Es gab einfach kein schönes Deutz-Modell von Youngtimer. Punkt. Wenn ihr ein geiles Deutz-Modell habt von damals und nicht Nostalgie, bitte nochmal, nicht Nostalgie, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Da schauen wir uns den sehr, sehr gerne an. Ich hab doch irgendwas gehört von satt gesehen aus LS13. Hatte ich da auch so ganz dunkel im Hinterkopf, aber das habe ich mir wahrscheinlich nur eingebildet. Sag mal so, wenn du jetzt zum Händler gucken würdest, da findest du ja auch die ganzen originalen LS13-Maschinen. Ja. Wenn da wirklich ein gutes Modell bei wäre, würde ich da nicht nein sagen, ganz ehrlich. Weil die guten alten LS13-Zeiten wieder aufleben lassen, warum nicht? Ach, LS13, als man sich in der Gegenseite rüber eingehauen hat, wer die besseren Mordvorstellungen hat, als gerade wohl noch Maschinen fliegen lassen hat. Das ist nach wie vor ein Gerücht. In der Tat, aber apropos Gerücht, ich habe mal wieder eine Story für euch, die euch vielleicht amüsiert. Und zwar, ich bin ja so ein grundsätzlicher Mensch, der öffnet donnerstags richtig und er öffnet donnerstags und freitags auch selten bis gar nicht die Post. Weil, wenn Behördenbriefe kommen, dann meistens donnerstags oder freitags. Und... Zwischenfrage. Du wirst ja deine Geschichte nicht vergessen. Hast du Situationen, wo du Angst vor der Post hast? Jetzt mal wirklich unter uns, hört ja keiner zu. Ja, das ist richtig. Eigentlich... Ja, kommt immer drauf an, wer halt schreibt, ne? Also, sag mal... Kann jemand die Gearbox ausstellen in dem massiven Fergesund? Ja, warten Sie kurz. Vielleicht kriege ich das. Ich Leute, die... Nee, muss gar nicht machen. Sofort. Ich kenne das Leute, dass irgendwie Leute, die ja permanent oder irgendwie so Probleme hatten, wirklich die Post nicht mehr öffnen können. Weil die sagen, weiß Gott, was da jetzt wieder passiert. Danke, Werner. Ja, nee, das halt nicht, weil wurde mir damals, wo ich eingezogen bin, auch gesagt, weil da gibt es irgendwie hier im Wohnbezirk auch ein junges Paar, das öffnet auch keine Briefe mehr und hat sich damit übelst in die Scheiße reingeritten, wo ich mir so denke, das ist ja auch nicht die Lösung. Nur weil ich es wegschmeiße oder nicht öffne, lösen sich ja die Probleme nicht, ne? Ja, ich muss ja über die Probleme Bescheid wissen. Aber ich sag mal so, wenn dann schon oben so drauf steht Landeskriminalamt Sachsen, da weiß ich schon, es kann nichts Gutes sein. So, aber war diesmal nicht der Fall. Ich habe dann heute zum Montag Aufnahmezeitpunkt. Landrat drauf oder nicht? Ne, wenn es die Bullen sind, steht Landeskriminalamt da, weil dann schreibt ja meist ja Polizei oder Polizeiinspektion schieß mich da. Ne? Was? Weißt du so wirklich? Nee, aber was wir. Und. Du hast Post von. Wir können los, Randy. Von den. Juhu, wunderbar. Nee, von den Bullen nicht. Bitteschön, von den Vollzugsbeamten. Ja, von den Polizisten. Ja. Von den Bombesträgern. Auf jeden Fall, nee, es war meine Krankenkasse. Die IKK. Und naja, dann habe ich mir gedacht, was wollen die Sackinger jetzt schon wieder? Ich öffne. Ah, oh Mann, ist eine Armut hier. Ja. So, dann denke ich so, was wollen die Sackgänger jetzt schon wieder? Überschrift: Aufforderung eines Säumniszuschlags.
Ach, so. Kommt die Geschichte wieder, ja gut. Naja, hier, sehr geehrter Herr so und so, sicher war es ein Versehen, Ihr Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung ist für den Vormonat nicht rechtzeitig bei IDHK Classic eingetroffen. Das Zahlungsziel war der 15., der Zahlungseingang der 17. Allerdings verlangt der Gesetzgeber von uns, auch bei geringfügigen Verzögerungen und bei kleinen Summen einen Versäumungszins aufzuschlagen. Daher fordern wir Sie auf, einen Versäumungszins in Höhe von 2,50 Euro zu bezahlen. Bitte überweisen Sie diesen Betrag mit dem Verwendungszweck. Vielen Dank. Haben Sie Fragen, rufen Sie uns an. So, der 15. war am Freitag. Habe ich überwiesen. Am Montag war das Geld da. Weil danach war zwischendurch war Wochenende. Das war letzten Monat am 15. Jetzt schreiben mir diese Pisser, diese Herrschaften, 15 Tage später, also 14 Wochen später, so frei nach dem Motto, ja, wir hätten jetzt gern mal noch 2,50 Euro Verzäumungszins. Ja. Ich finde es schade, dass es ein Brief ist. Wäre es eine E-Mail gewesen, hätte ich zurückgeschrieben, könnt ihr euch in der Haare schmieren. Aber das ist mir aus Papier und ins Porto nicht wert, das zurückzuschreiben. Ja. Du bist rechts abbiegen, Herr Reddy. Da habe ich auch eine schöne Geschichte. Wir haben letzte Woche über das Konto und so weiter geredet, ne? Ungerechtfertigte Abzüge. Nicht bezahlen. Genau. Da, Randy. Werner. Da hat sich jemand bei mir gemeldet. Ich sage jetzt mal nicht den Namen. Er hat sich als Rechtsanwalt ausgegeben. Hat mir eine YouTube-Privatnachricht geschrieben und hat gesagt, es stimmt nicht, dass das keiner eintreibt. Er macht nur sowas und verdient sich damit eine goldene Nase, weil, auch wenn es jetzt egal ist, ob es jetzt 2 Euro, 3 Euro oder 5 Euro sind, wenn er ein Schreiben aufsetzen muss, dann kostet dieses Schreiben 200 Euro. Abmahnanwälte, ich höre dir trapsen. Ne? Mhm. Er sagt, er macht 10 davon am Tag und ist Mittag fertig. Ja, genau. Weißt du? Ich komme nicht mehr zum Frühstück. Ja, wenn man gedacht, ja, irgendwie richtig, also... Moralisch flexibler Mensch, würde ich dazu sagen. Ohne ihn jetzt nahe zu treten zu werden. Ich weiß nicht, ob das sein richtiger Name war. Ich sag das jetzt auch nicht, aber ich habe mir gedacht, prinzipiell, ne, also. Ist das richtig? Also, so auf die Art, ja, da macht doch sowieso keiner, ist eigentlich auch nicht richtig, weil es gibt wirklich Leute, die haben sich darauf spezialisiert. Ja, ne, ich kenne da so einen schönen Mann, ne, der hieß mal Rechtsanwalt Olaf Tank. Das war ein sehr berühmter Abmahnanwalt für, Abzock-Webseiten, die über Peer-to-Peer gearbeitet haben. Mhm. Und ja, mit denen hatte ich nämlich damals in der Kindheit so Dings, hab mich angeblich schon irgendeiner Webseite angemeldet und bla bla bla, müsste meine Mutter auch 2 Jahre lang 80 Euro blechen im Jahr. Und der war bekannt dafür, der hat nur für solche Abzocker gearbeitet. Für den haben sie dann, glaube 2008, 2009, haben sie den, der kam aus München unten, haben sie einfach die Anwaltslizenz weggenommen und da hat sich's ausgemahnt, würde ich sagen. Das ist so mal so die kleinen Sternstunden, wo das Rechtssystem ergreift. Aber, naja. Wie viel Kohle der schon verdient haben muss, weißt du? Ja, der wird unendlich. Wie gesagt, es waren halt nur solche Abzugsseiten. Die haben ja alle spezielle Anwälte, die sich ja nur... Oder damals, wo diese RedTube-Kacke da war. Was dafür, wo die Schreiben da rumging. Ne? Die Anwaltskanzlei, die das ja gemacht hat, hat dann ja selber von sämtlichen Anwälten auf die Fresse gekriegt. Von daher... Aber das Kalkül bei dieser RedTube-Sache war ja auch so eine Geschichte. Ne? Das Kalkül zu sagen, naja... Da werden die Leute doch lieber zahlen, als dass die, weil sie sich eher mal Sachen angeguckt haben, die möglicherweise lizenziert waren, da vor Gericht zu gehen. Ne? Und das ist schon ziemlich perfide. Das ist richtig. Ah, aber naja, so ist halt die Geschichte. Naja, da wollen sie halt 2,50 Euro Versäumungszinsen oder was weiß ich, was sie da wo immer haben wollen. Ja. Versäumniszuschlag, genau. Boah, finde ich lustig. Das können sie dann jeden Monat von mir verlangen. Weil ich habe das ja damals extra so gemacht, ich bin ja ein schlauer Kerl, und habe Bankeinzug abgelehnt, weil bringt mir ja nichts, wenn die Kohle einziehen wollen, die nicht da ist. Und dann kommen sie wieder hinterher und schreiben, naja, wir hätten dann gern mal 5 Euro Rücklassgebühren von ihnen. Plus 2,50 Euro, ne? Ja, deswegen, die Kohle kommt, wenn ich sie hab, mehr kann ich für die Herrschaften leider nicht tun. Aber es geht mir so tierisch auf den Sack, ich überlege jetzt wirklich jede Woche, ob ich nicht doch eher in die PKV wechseln soll. Wenn ihr übrigens nicht wollt, dass ein YouTuber, den ihr gerne schaut, nicht mal seine Krankenkasse bezahlen kann, wie ihr gerade rausgehört habt. Dann geh arbeiten. Ist halt die häufigste Antwort. Ach, recht haben sie? Also, ne, der Meinung widerspreche ich jetzt nicht. Eine Tippi-Seite zu finden in seiner Videobeschreibung. Es wäre doch sehr schön,
Er hat auch den Betrag aufgelistet. Die Texte kommen mir alle relativ bekannt vor. Ich weiß gar nicht warum. Aber bei ihm ist unter anderem, glaube ich, auch der Krankenkassenbeitrag. Es wäre doch zumindest schön, wenn jeder Zuschauer 2 Euro in den Hut schmeißt, bis der Betrag voll ist. Und zwar monatlich. Dankeschön. So. Ein Herzensliebe an Säule. Wenn ihr wollt, dann von mir wegnehmen und dem Renny geben. Dankeschön. So. Du hast ein großes Herz. Das ist nur für die Öffentlichkeit. Also, ja, verstehe. Danach müssen wir nochmal reden. So, wir haben genug Geld. Wir können Koma kaufen. Dieses You, bin dabei. Das ist dieses Eisspray, was man damals im Winter immer so an die Fensterscheiben geblasen hat, ne? Was? Eisspray? Naja, also dieses... Ja, genau. Wegen Eiskalte Berechnung. Das war ein Buchtitel, das war ein Roman, den ich jetzt gelesen habe. Habe ich aber schon mal erzählt. Okay. Eine kurze Frage. Liebe Leute, was wollen wir denn für einen Gruber kaufen? Wollt ihr einen Lampken in wunderschönen Blau? Ich hab schon einen. Wo? Gruber ganz nach hinten scrollen. Das ist das, was leistungstechnisch und arbeitsbreitentechnisch am billigsten ist. Aber da steht Stückzahl 1, also steht keine Stückzahl dabei, hast du gemietet? Nee, den würde ich kaufen wollen. Den hatte ich damals gemietet. Ah, okay. Also, den können Sie gerne kaufen, ich bin edler vor Ort. Ja, was sagt der Garderolle dazu? Man muss halt natürlich dazu sagen, 5 Meter Arbeitsbreite für 6.500 ist schon ganz gut. Ja, dann machen wir das so und dann schaue ich mir die Seemaschine und guck mal, was die so kann, weil die habe ich noch nicht gefahren. Gut. So, jetzt bin ich der Arbeitslose hier, oder was? Naja, ich habe versucht, die Kühe mit dem Ladewagen sauber zu machen. Das ist mir nicht so gut gelungen wie dir. Das heißt, du hast ja eh den Frontlader. Dann könntest du vielleicht da mal schauen, dass die Tiere nicht so dreckig sind. Ja, den Dreck wieder wegmachen. Okay, danke. Die nächste Frage wäre, was wir jetzt ansäen. Wir bräuchten... Achso, nee, Stroh brauchen wir nicht wirklich, ne? Doch, wir brauchen Stroh für die... Für die Wuptizitätsmaschine. Was? Ja, das ist... Wie nennt man das denn? Für die Ballenwurfmaschine. Ach so, meinst du? Ja, die Ballenwurfmaschine müssen wir aber auch kaufen erst, ne? Ja, Guck mal, was die kostet. Ja, die Ballenwurfmaschine kostet 14.000 plus den passenden Ballenwurfmaschinenanhänger dazu, kostet nochmal 6.000, kostet insgesamt 20. Die beiden hinteren, ne? Genau. Ich kenne einen YouTuber, der macht LS-Let's Play schon ziemlich lange. Und der sagt immer, Stroh-Dings lohnt sich nicht und kauft dann ungefähr in der 4. Folge immer einen Ladewagen, um Stroh abzutransportieren. Ich weiß nicht, was das für ein dämlicher Depp ist, aber vielleicht sollten wir uns ein bisschen nach dem richten, was der Mann sagt. Achso. Aber es macht trotzdem Spaß, ich will das sehen. Mit dieser Maschine jetzt, oder was? Ja, und wir haben uns trotzdem noch nicht entschieden, was für Ballen wir nehmen. Was wir ansehen. Oh. Was spricht denn gegen Sojabohnen? Nix. Wie sind der Preis? Wie sind die Preise überhaupt? Preise? Sojabohnen? Doppelt, ne? 1600. Nee. Aber doch. Sojabohnen bringt 1644. Das ist der höchste Preis, den ich hier gerade finden kann. Mahlzeit. Ist aber doppelt, ne? So wie Sonnenblumen. So wie Raps, oder? Was meinst du mit Doppelvolumen? Dass da mehr rauskommt Hälfte, pro Stück? Ja, Hälfte. Achso, meinst du? Raus, ne? Aber ja, dann ist es immer noch gut, ja. Dann ist es immer noch gut. Okay. Wobei wir bei Gerste einen Mehrwert durch Stroh hätten. Okay. Ich weiß auch nicht. Gerste. Weiß nicht warum, aber Gerste. Gerste, ich mag Gerste. Ja, das ist Premiere hier von meinen Zuschauern. Wir haben noch nie mit einer MF Saatmaschine gearbeitet. In keiner einzigen Folge Let's Play mehr. Gar nicht? Nee. Nicht das Gerste. MF kennt man ja mehr unter den Traktoren-Segment, ne? Ja, und selbst da kamen wir erst dazu. Und bei Mods war ich eher auf die technischen Mods, wie man vielleicht weiß, wo man Trecker mit fliegen lassen kann. Kennst du dich da aus? Kannst du mal drüber erzählen? Ich fürchte, das werden wir nie auflösen. Das muss der Randy auflösen. Was glaubt man mir? Du bist halt ein Extra gestiegen, hast ein Kirstbler irgendwas rumgezippt, der ist gefahren, dann bist du gegen so einen kleinen Strohballen oder so einen gegen Strohberg gefahren, zack, ist der Drescher ans andere Ende des Feldes geflogen und hat seine Arbeit angefangen. Genau, und da gab es einen YouTuber, der hat unterstellt, dass das Absicht gewesen wäre, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und alle anderen haben halt gesehen, dass es keine Absicht war. Irgendwas war da, ich weiß gar nicht, ich krieg das auch nicht mehr zusammen jetzt. Ja, dann so getan, als wäre nichts passiert. Das stimmt. Haltet ihr ruhig zusammen. Ich kann mich wirklich, also ich weiß nicht, ob es genau die Situation war, aber auf alle Fälle war öfter mal, wenn was schiefgegangen ist beim Kollegen Garderol, dann hat er einfach weiter moderiert. Der hat nicht irgendwie jetzt die
Die Mine verzogen klingt jetzt falsch, aber der hat irgendwie ganz normal weitergemacht. Also wie nichts gewesen wäre. Soll natürlich Leute geben, die sagen, das ist mein Markenzeichen. Mag sein. Das so zu machen. Das ja, ja. Mag und da gab es halt diesen YouTuber, der hat dann daraus interpretiert, weil der hat dann so Gerüchte in Umlauf gebracht und hat sich dann gedacht, der Gardehol, der macht, lässt Maschinen fliegen, weil der kommentiert das jetzt ja gar nicht, dann ist es bestimmt Absicht. Ja, und so ist diese Geschichte entstanden. War das nicht das stille Postprinzip? Genau. Gerücht gestreut und dann irgendwann wieder einkassiert. Randy, hast du eine Ahnung, über was wir gerade reden? War so ein ganz komischer YouTuber damals, 2013. Damals. Ist immer noch komisch, aber. Als wir noch auf der Hagenstedt Modified gespielt haben. Naja. Diesen Map, keine Sichtweite. Keine Sichtweite haben wir übrigens auch, wenn ihr sehr, sehr viele Kommentare schreibt. Da würden wir uns sehr freuen und einen Daumen da lasst, denn die Folge ist leider schon wieder rum. Oh, Mann, ey. Was denn? Ich war gerade von dieser Überleitung so geblendet, dass ich gegen den Zaun gefangen bin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.